schließe die Tür und trete in den Nebel. Nur noch ein Schritt mehr und ich verschwinde in ihm. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich? Und auf dem Weg zurück verlieh ich, was mich beschwert. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich? Alles wird weiß, die Welt eine Wolke. So schön flauschig und kühl. Ja, sehr geehrte Preisträgerinnen, sehr geehrter Preisträger, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Malz Schwarzfischer und liebes, interessiertes Publikum an den Endgeräten. Wir hatten Sie jetzt gerade auch schon im Hintergrund gesehen. Herzlich willkommen allen, die heute hier im Marina Forum zu Gast sind bei uns bei der Kulturpreisverleihung der Stadt Regensburg 2020. Seien Sie uns alle herzlich willkommen. Wie Sie sehen und spüren, gestaltet sich die Preisverleihung in diesem Jahr wie leider so vieles anders als geplant. So machte die Pandemie auch unsere Kulturpreisverleihung mit anschließendem Künstlerempfang einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Ich erinnere mich noch sehr lebhaft, als letztes Jahr hunderte Gäste aus der freien Kunst- und Kulturszene, den Vereinen und Institutionen zusammenkamen und wir gemeinsam einen wunderbaren Abend bei anregenden Gesprächen verlebten. Damals, 1.10.2019, kurz nach meinem Amtsantritt, war es für mich auch persönlich die perfekte Möglichkeit, mit vielen Künstlern sofort in den Dialog zu kommen, sich auszutauschen. Und so wurde mir sehr, sehr schnell bewusst, welch lebendige und interessierte Künstlerschaft hier in Regensburg herrscht und sich hier am Leben beteiligt. Denn der Künstlerempfang verkörpert, was wir in der aktuellen pandemischen Situation schmerzlich vermissen.
die Sichtbarkeit des Regensburger Kulturlebens. Wir standen Anfang November vor der schweren Entscheidung, auch diese Preisverleihung vielleicht ganz ausfallen zu lassen oder sie in die Zukunft zu verschieben. Also Zukunftsmusik. Damit meinen wir gemeinhin alles, was gegenwärtig nicht verwirklicht werden kann, aber zumindest als Möglichkeit verheißungsvoll klingt. Man braucht derzeit ja wahrlich ein feines Gehör, um im Lärm der Gegenwart solche Zukunftsmusik überhaupt noch wahrzunehmen. Corona beherrscht den Alltag und nährt Zukunftsängste. Ungewissheit, wie sich die Situation entwickelt, selbst dort, wo sonst mit Leidenschaft Kunst gelebt und Zukunftsmusik gespielt wird, gibt im Moment der Infektionsschutz den Ton an. Das Virus diktiert uns Bedingungen, die sich niemand ausgedacht hat. Deshalb fiel unsere Wahl bei der Preisverleihung auf diese Möglichkeit, eine hybride Version sozusagen. Zum einen, um Sie, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, zu ehren und zu würdigen. Zum anderen, um Ihnen die Möglichkeit zu eröffnen, Freunde und Familie zumindest als virtuelle Begleiter an Ihrer Seite zu wissen. So sind unsere Gäste bei dieser Kulturpreisverleihung 2020 nicht vor Ort präsent, sondern als virtuelles Publikum hier im Marina Forum zugeschaltet. Seien Sie uns alle nochmal herzlich willkommen an den Bildschirmen. Peter Lang, Isabel Schreiner, Falco Gaulke, Wolf Erdl, Antonia Kienberger, wer winkt hier? Stefan Dorn, jawohl. Sehr schön, alles sehr kulturinteressierte Menschen. Das freut uns sehr. Ja, zugegeben nicht ansatzweise ein Ersatz der physischen Präsenz in persona, aber ein veritabler Versuch, so über Distanzen hinweg einen virtuellen Dialog im digitalen Raum zu ermöglichen. Seit Beginn der Corona-Krise im März 2020 sehen sich Kunst und Kultur vor einschneidenden Herausforderungen, die wir alle gemeinsam als Gesellschaft zu meistern haben. Seitdem versuchen wir mit Herz, Hirn und Hand auf diese aktuelle Notsituation zu reagieren, weiterhin Möglichkeiten für künstlerisches Schaffen zu eröffnen und neue Formate im Angesicht des Infektionsschutzes zu entwickeln. So haben wir bereits im April 2020 das Online-Fotoprojekt Standby-Modus für die junge Fotografie-Szene ins Leben gerufen. Kurz darauf initiierten wir gemeinsam mit dem Theater Regensburg spontan das Videoprojekt Frei sein und nicht allein, das über Wochen hinweg für Kulturschaffende aller Sparten als Bühne im digitalen Raum offen stand. Mit dem Projekt 360 Grad Kunst an Litfaßsäulen starteten wir in den Sommer. Es hat auf geniale Art und Weise Künstlerinnen und Künstler unterstützt und durch die Präsenz im öffentlichen Raum vielen Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zur Kultur ermöglicht. Die Sommermonate, die wahrlich zu einem Kultursommer in Regensburg wurden, waren für uns geprägt von einer Vielzahl beeindruckender Veranstaltungen im Innenhof des Thon-Dittmar-Palais. So erinnere ich mich sehr gerne an unser Sommerflimmern, das die Bühne für Kunst und Kultur freigab, von der jungen Musikszene über faszinierende Performances bis hin zu weiteren außergewöhnlichen Kulturformaten unserer beeindruckenden regionalen Szene. Aber auch der komplette Sommer im Thon-Dittmar-Palais, von Theater über Cantemus Chor über das erweiterte Palazzo Festival, es war der Ort im Sommer für Kultur. Im Oktober ließen wir uns vom Herbstflattern verzaubern, das zeitgenössische Medienkunst auf historische Altstadtfassaden bannte. Und zum zweiten Mal 2020 muss nun die Szene jetzt in eine bittere Zwangspause einlegen. Gerade deshalb freue ich mich, dass wir aktuell gemeinsam mit der diesjährigen Kulturförderpreisträgerin Eva Karl-Faltermeier sowie den beiden Florianen Toppanpong und Hammerich die Kulturinventur umsetzen. So wie ein großes Gesamtbild aus unzähligen Pixeln sich zusammensetzt, so wollen wir ein großes Gesamtbild der wunderbaren Regensburger Kulturlandschaft entstehen lassen und auch später als Plattform für Austausch, für Suchen und Finden in der Kulturszene und zum Netzwerken nutzen. Und ab Dezember schaffen wir mit der Aktion 9 Kubikmeter einen Corona-konformen Kunst-, Kultur- und Ideenraum in der Pustepassage.
was diese Krise für Künstlerinnen und Künstler, für Kultureinrichtungen und Unternehmen der Kulturbranche bedeutet, wissen wir alle. Weiß ich nicht zuletzt aus den unzähligen Telefonaten und E-Mails, in denen Betroffene mir ihre Sorgen und Nöte schildern. Wir haben Verständnis für die Existenzängste und wir alle leiden darunter, als Menschen und als begeisterte Kulturliebhaber. Sehr geehrte Preisträgerinnen und Preisträger, damit will ich Ihnen eines signalisieren. Wir sind für Sie da. Wir hören Ihnen zu und wollen Ihnen Freiräume für Kunst und Kultur weiterhin ermöglichen. Wir wollen gemeinsam diesen notgedrungenen Stillstand in etwas Produktives verwandeln. Denn Ihnen, liebe Kulturschaffende, gehört unser Herz und definitiv auch wieder die Zukunft. Denn Sie spiegeln wieder, wie einzigartig und lebendig die Regensburger Kulturszene ist. Und dass wir es gemeinsam trotz dieser schweren Zeit schaffen, der Kultur in Regensburg neue Perspektiven zu erschließen. Vorab möchte ich auch es nicht versäumen, dem gesamten Team um Kulturamtsleiterin Maria Lang sehr herzlich zu danken für die in Windeseile umgeplante hybride Preisverleihung. Auch im Kulturreferat wird mit viel Herzblut gearbeitet, um die bestmöglichen Rahmenbedingungen für Kultur in Regensburg zu ermöglichen. Ebenso ein großer Dank an das ganze Team hier im Marina-Forum. So, und jetzt wünsche ich uns allen einen wunderschönen Abend mit vielen erinnerungswürdigen Momenten. Über die Häuser, Möwen erstrahlen im Licht. Meine Blicke gehen aus dem Fenster. Bin ich angekommen oder nicht? Ich setze den Fuß vor den anderen. Meine Insel 4 Wochen lang. Wie oft werde ich sie wohl umwandern und Gedanken sammeln? So viel ich tragen kann, na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Schalljacke und Mütze, menschenleere Salzwiesen der Strand. Ja, und der Wind ist mir eine Stütze. Die Natur reicht mir die Hand. Im November gibt's den meisten Regen. Ich durchwarte die eiskalte See. Es ist so sinnlos, sich übers Wetter aufzuregen. Freu mich wie nie auf ein Glas Tee. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Ich kann nicht bleiben, wer ich bin, will nicht mehr werden, wie ich war. Ja, der Regen und das Wasser spülen meine Sinne frei. Meine Türe hält nicht zu, eine Böe drückt sie ein. Ja, wie werde ich dich vermissen, mein geliebtes Norderney? Ich kann nicht bleiben, wer ich bin, will nicht mehr werden, wie ich war. Ja, der Regen und das Wasser spülen meine Sinne frei. Meine Türe hält nicht zu, eine Böe drückt sie ein. Ja, wie werde ich dich vermissen, mein geliebtes Norderney? Norderney, Norderney, Norderney. Not a night, not a night, not a night. Mein Schmerz
den ließ ich zu Hause. Doch mein Herz, das hab ich dabei, war seit Wochen in mir gefangen. Doch ab heute lass ich es frei. Oh, ich kann nicht bleiben, wer ich bin, bin nicht mehr wert, wie ich war. Ja, der Regen und das Wasser spielen meine Sinne frei. Meine Türe hält nicht zu, an der Böe drückt sie ein. Ja, wie werde ich dich vermissen? Mein geliebtes Norderney, 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 Norderney. Ja, sehr geehrte Preisträgerinnen, sehr geehrte Preisträger, sehr geehrter Herr Kulturreferent Wolfgang Dersch, sehr geehrte Damen und Herren, verehrtes Publikum an den Bildschirmen, sehr schön, dass Sie alle da sind. Wir können Sie alle auch gut sehen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser ungewöhnlichen Kulturpreisverleihung in diesem für uns alle so herausfordernden Jahr 2020. Heuer ist alles anders, das wissen wir. Die Pandemie hat uns nach einer leider sehr kurzen Verschnaufpause auch schon mit Einschränkungen, aber wir haben gedacht, wir hätten es im Griff im Sommer. Jetzt hat uns die Pandemie wieder voll im Griff. Bundesweit muss die Kultur wegen der stetig steigenden Infektionszahlen jetzt im November wieder schließen. Zum zweiten Mal 2020 muss die Szene damit eine bittere Zwangspause einlegen. Der sonst so vielfältige und bunte Kulturherbst in Regensburg wurde in den kompletten Stillstand gezwungen. Auch den alljährlichen Künstlerempfang, erst seit ein paar Jahren eine feste Größe im Regensburger Kulturkalender, auch den mussten wir notgedrungen absagen. Gerade zu diesem feierlichen Anlass kommen die Kulturschaffenden zusammen, um die Preisträgerinnen und Preisträger hochleben zu lassen, um mit ihnen anzustoßen, ins Gespräch zu kommen und gemeinsam ausgelassen zu feiern. Für die Kunst- und Kulturlandschaft hat die Pandemie besonders verheerende Folgen. Vor allem viele kleine Einrichtungen stehen vor dem finanziellen Abgrund. Für viele Kulturschaffende heißt das Verbot von Veranstaltungen aufgrund von Corona natürlich zugleich keine Einnahmen. Und für die Künstlerinnen und Künstler geht's einfach um die Existenz. Wir wissen, wie schwierig das für Sie alle ist, sowohl finanziell, aber auch emotional. Der Kampf gegen die unkontrollierbare Dynamik der Corona-Windmühlen ist nicht nur kräftezehrend, sondern er ist auch ungewohnt langwierig. Wir müssen aber auch über viele Dinge jenseits des Geldes und der materiellen Existenz reden. Über die Rolle der Kultur in einer unter Druck stehenden Gesellschaft, über die Freiheit der öffentlichen Räume, in denen wir verhandeln können, wie wir miteinander leben wollen, über den Reiz des wilden und spekulativen Denkens und Produzierens und die Möglichkeiten dazu, über die politische Kultur unserer Gesellschaft und über ihre kulturelle Politik. Aber all das setzt voraus, dass wir uns sicher sein können, dass das materielle Fundament künstlerischen Produzierens und kulturellen Erlebens gesichert ist. Und zwar in einer Zeit, in der viele kulturelle Orte und Formate nicht oder nur eingeschränkt möglich sind. Bei allem Verständnis für die notwendigen Maßnahmen und Regelungen sind die erneuten Schließungen für die Kultur eine echte Katastrophe. Und wir sollten uns ernsthaft damit auseinandersetzen, in welchen Kategorien die Arbeit unserer Kulturschaffenden gesehen wird. Theater, Opern,
Museen und Konzerthäuser werden unter Freizeitgestaltung eingeordnet, genauso wie beispielsweise Spielhallen, Wettbüros, Bordelle und Paintballanlagen. Kultur hat aber eine ganz andere, noch eine wertvolle Dimension. Sie ist ein Gut, das von der öffentlichen Hand aus gutem Grund gefördert wird. Sie ist Nahrung für alle und nimmt eine schützens- und erhaltenswerte Aufgabe für das Gemeinwesen wahr, ähnlich wie Schulen oder Universitäten. Und sie ist das notwendige Korrektiv in einer lebendigen Demokratie. Gerade das macht sie so bedeutsam und wertvoll. Wir dürfen nicht zulassen, dass Kultur zum Accessoire degradiert wird, mit dem man sich schmückt, wenn alles andere geregelt ist. Und das nicht nur, weil die Kulturbranche einen beachtlichen Wirtschaftszweig darstellt, mit dem andere Branchen eng verknüpft sind. Kunst und Kultur sind Orte für gedankliche Auseinandersetzungen und gesellschaftliche Debatten, die es vor allem in Zeiten wie diesen in einer Demokratie extrem braucht. 2020 markiert nicht weniger als einen Epochenbruch. Dass das Lebensmodell, das wir hier im Lauf der Jahrzehnte so zu schätzen gelernt haben, dass das aus den Fugen geraten könnte, das war zwar als Warnung omnipräsent. Nunmehr aber ist mit Covid-19 eine dieser düsteren Dystopien Wirklichkeit geworden. Und sie trifft uns an einem hochempfindlichen Punkt, nämlich dem des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Das, was unser Menschsein doch so wesentlich ausmacht. Die Schnitte gehen tief und verlangen uns so unendlich viel ab. Seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte prägt Kultur das Zusammenleben von Kollektiven. Kultur ist für den Menschen etwas Ureigenes. Gerade in existenziell bedrohlichen Zeiten der Krise waren Lieder, waren kleine Theaterstücke, waren geschnitzte Skulpturen schon oft der letzte Widerstand gegen die Entmenschlichung. Deshalb wollen wir uns stark machen und achtsam damit umgehen, dass Kultur nicht verschwindet, sondern sichtbar ist und sichtbar bleibt. Diesen Weg können wir nur gemeinsam gehen, wenn wir es durch diese schwere Zeit schaffen wollen. Letztes Jahr beim Künstlerempfang durfte ich dem gesamten Publikum der Kulturlandschaft, den Kulturschaffenden aus der Region, die kommenden Kulturveranstaltungen vorstellen. Und es macht mich wirklich traurig, dass es in diesem Jahr nicht so möglich ist. Wie die Kulturlandschaft, wie die Szene im nächsten Jahr aussehen wird, welche Veranstaltungen möglich sein werden, wir wissen es nicht. Aber in uns ist die Hoffnung. So geben Sie, liebe Kulturschaffende, uns Zuversicht auf ein vielleicht nicht reguläres, aber dennoch starkes kulturelles Jahr 2021. Die vielfältigen Einreichungen zum kulturellen Jahresthema Nahsicht machen deutlich, dass die Kultur in unserer Stadt lebendig ist und sich vor allem nicht entmutigen lässt, sondern produktiv neue Pläne schmiedet. So können wir uns 2021 auf mit Sicherheit bemerkenswerte Veranstaltungen, Aktionen und Ausstellungen freuen, die unsere Kulturstadt Regensburg aus der Nähe betrachten, sei es architektonisch, soziokulturell oder in Worten und Bildern. Wir blicken auch voller Hoffnung auf einen tollen Kultursommer in der Stadt, der sich heuer bereits angebahnt hat. Theater auf der Freilichtbühne, Open-Air-Konzerte und Ausstellungen, die kurzerhand nach draußen in den öffentlichen Raum verlagert wurden. Wenn die Krise etwas zeigt, dann macht sie deutlich, dass Kunst und Kultur kann und will. Sie will existieren, sie will gesehen, gehört und erfahren werden und sie kann kreativ umdenken, weiterdenken und so neue Alternativen und Lösungen finden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrtes Publikum, sehr verehrte Preisträgerinnen und Preisträger,
Ich will Ihnen Hoffnung machen. Hoffnung auf das Überstehen dieser bedrohlichen Krise. Und ich bin mir sicher, wir werden trotzdem ein Jahr voller Kunst, Kultur und bereichernden Begegnungen erleben dürfen. Denn Kunst und Kreativität sind das, was uns als Menschen ausmacht, uns als Gesellschaft prägt, den Spiegel vorhält. Es ist systemrelevant für unsere Gesellschaft, gerade in Krisen. Und ich möchte noch ganz persönlich sagen, ich habe einen sehr beeindruckend und berührenden Brief bekommen von der Förderpreisträgerin des heutigen Abends, von der Eva Karl-Faltermeier, zu diesem Abend, den das Kulturamt so schnell umgeplant und trotz alledem so würdig als Rahmen gestaltet hat. Herzlichen Dank dafür. Und Eva Karl-Faltermeier sagt einfach, ja, schön, den Preis nehmen wir gerne entgegen und wir freuen uns. Und es ist auch toll, dass das Kulturamt das so organisiert. Aber könnten wir nicht dann, wenn es wieder geht, eine Nachholveranstaltung machen, ja, wo wir uns freuen, dass wir uns wieder persönlich treffen können und einfach diese Bühne nochmal für die echte Bühne für die Preisträgerinnen und Preisträger bieten. Ich habe das mit dem Kulturreferenten natürlich besprochen und klar machen wir das. Es wird einen zweiten Künstlerempfang geben, wo die Preisträgerinnen und Preisträger von heute nochmal eine echte Bühne bekommen werden und alle Kulturschaffenden ein schönes Fest und einen schönen Empfang, dann, wenn es wieder geht, versprochen. Dankeschön. Schnell kippen, Hund zur Tanke fahren, eine Runde drehen, was weiß ich denn, wenn's dir hier nicht gefällt und immer nur dieselben Gassen irgendwann zu eng sind. Du wolltest weg und ich hier bleiben, hab dich in diesen Gassen entdeckt und zwischen den Zeilen versteckt. Du kannst hier niemals du selbst sein, haben uns in diesen Gassen versteckt und jetzt bist du einfach so weg. Schon bleib noch ein bisschen hier, hier, hier in der Mitte von Regensburg. Ist nichts mehr so, weil du jetzt auf einmal woanders wohnst. Ich vermiss nur ein bisschen das Wir, Wir hier in der Mitte von Regensburg. Die Zeit steht still, seit du jetzt auf einmal woanders wohnst. Vermiss dich ein bisschen, ich wollte nur eben mal schnell im Zeiger drehen, eine Runde gehen, dich abholen, was weiß ich schon, wenn's dir hier nicht gefällt. Sperrstunde viel zu früh, jeden Samstag Déjà-vu, komm ich zeig dir was geht. Hab es in diesen Gassen entdeckt und zwischen den Zeilen versteckt, damit du's besser verstehst. Hab dich in mein Zeilen versteckt, hoff, dass du es wieder entdeckst. Komm schon, bleib noch ein bisschen hier, hier, hier in der Mitte von Regensburg. Ist nichts mehr so, weil du jetzt auf einmal woanders wohnst. Ich vermiss nur ein bisschen das Wir, Wir hier in der Mitte von Regensburg. Zeit steht still, seit du jetzt auf einmal woanders wohnst.
bisschen die Zeit, die wir zusammen in diesen Gassen erlebt haben. Vermisst du die Zeit? Und die Zeit, die wir an Häuserwände sprühten. Vermisst du die Zeit? Als diese Gassen Teil unserer großen Pläne waren. Vermisst du die Zeit? Und diese Gassen scheinbar nächtelang kein Ende hatten. Als Abschied noch ein gut verstecktes Wort zwischen den Zeilen war. Als Abschied noch ein gut verstecktes Wort zwischen den Zeilen war. Hier, hier, hier in der Mitte von Regensburg. Nichts mehr so, weil du jetzt auf einmal woanders wohnst. Ich vermiss nur ein bisschen, dass wir hier in der Mitte von Regensburg. Die Zeit steht still, seit du jetzt auf einmal woanders wohnst. Ich vermiss dich ein bisschen. Es ist für mich eine große Freude, für die Frau Dr. Meyer-Schreiner hier diese kurze Videobotschaft zu senden, die unter meiner Betreuung ihre experimentelle Doktorarbeit gemacht hat und mit dem Prädikat Summa Cum Laude abgeschlossen hat. Liebe Meyer, du hast mit deinem Beitrag, der nicht nur rein experimentell war, sondern auch durch dein problemorientiertes Denken maßgeblich zu dem Erfolg der Arbeit beigetragen, um das neue Prinzip der photodynamischen Inaktivierung von multiresistenten Keimen auf Hautoberflächen erfolgreich voranzubringen. Das sieht man auch daran, dass du als Erstautorin deine Arbeit im British Journal of Dermatology veröffentlicht hast, im Peer-Review-Verfahren. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass die Stadt Regensburg für den Hochschulpreis 2020 dich als eine der Preisträgerinnen ausgewählt hat. Für deine berufliche und private Zukunft wünsche ich dir alles Gute. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, die Stadt Regensburg stiftet in diesem Jahr zum zweiten Mal den sogenannten Hochschulpreis, der alle drei Hochschulen in Regensburg gleichermaßen würdigt. Mit diesem Preis werden herausragende Leistungen aus allen Fachbereichen der Universität Regensburg, der Ostbayerischen Technischen Hochschule sowie der Fachschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik gefördert, die einen Bezug zur Stadt oder Region Regensburg haben. Dieses Jahr geht der Hochschulpreis an die Zahnmedizinerin Dr. Maja Schreiner, die an der Universität Regensburg studierte und promovierte. Die 1990 in Jajice in Bosnien-Herzegowina geborene Maja Schreiner zog 2010 vom Bodensee für das Studium der Zahnmedizin nach Regensburg. Nach erfolgreich abgeschlossenem Studium trat sie bereits 2016 in das Berufsleben ein und arbeitet seitdem als Zahnärztin in einer Praxis in Nittenau. Maja Schreiner entschloss sich, ihre praktischen Erfahrungen, um eine Doktorarbeit zu ergänzen. Bereits Ende 2019 schloss sie ihre Promotion zum Doktor med. Dent am Lehrstuhl für Dermatologie an der Universität Regensburg mit Summa Cum Laude ab. Frau Dr. Maja Schreiner befasst sich in ihrer Dissertation mit einer drängenden Herausforderung unserer Zeit, multiresistente Keime. Gerade der Anstieg bakterieller Resistenzen gegenüber Antibiotika stellt seit Jahrzehnten ein wachsendes Problem der Medizin dar. In Deutschland infizieren sich jährlich zwischen 400 und 600.000 Menschen während einer stationären Behandlung im Krankenhaus mit Krankheitserregern. 10.000 bis 15.000 sterben daran. Etwa ein Drittel dieser Infektionen wäre durch geeignete Maßnahmen zu verhindern. Eine neue Alternative zur Bekämpfung von resistenten Mikroorganismen stellt dabei das photodynamische Prinzip dar, welches Gegenstand dieser interdisziplinären, anwendungsorientierten Forschungsarbeit
von Dr. Maya Schreiner gewesen ist. Die wissenschaftliche Grundlage der antimikrobiellen photodynamischen Therapie ist die Interaktion von Licht und speziellen Farbstoffen, sogenannten Photosensibilisatoren, die zur Erzeugung reaktiver Sauerstoffspezies führt. Durch diese reaktiven Sauerstoffspezies werden sowohl multiresistente Bakterien als auch weitere pathogene Mikroorganismen wie Pilze, Sporen und Viren äußerst effektiv abgetötet. In dieser Doktorarbeit wurde ein neuer Photosensibilisator SAPIR untersucht, der hier an der Universität Regensburg synthetisiert und patentiert worden ist. Dr. Maya Schreiner konnte erstmalig zeigen, dass eine erfolgreiche Dekolonisierung multiresistenter Bakterien von ex vivo Haut möglich ist. Im Ergebnis konnten 99,9% der aufgetragenen Bakterien inaktiviert werden, ohne dabei einen toxischen Schaden im Gewebe nachzuweisen. Für diese erfolgreiche Umsetzung der Experimente hat Dr. Maya Schreiner ihre naturwissenschaftliche Neugierde, Erfahrung und Beobachtung genutzt, um ihre durchdachte Meinung zum Thema photodynamische Inaktivierung multiresistenter Bakterien zu entwickeln und mit allen Beteiligten zu diskutieren. Ihr besonderes Engagement in der Planung und Durchführung der verschiedenen Experimente hat entscheidend dazu beigetragen, dass Dr. Maya Schreiner Teile dieser Dissertation bereits als Publikation im namhaften British Journal of Dermatology veröffentlichen konnte. Frau Dr. Maya Schreiner wird heute mit dem Hochschulpreis gewürdigt, da sie sich wissenschaftlich äußerst fundiert und in einer bemerkenswerten experimentellen Weise der Problemstellung angenommen hat. Aus diesem Grunde verleihen wir nun Frau Dr. Maya Schreiner den Hochschulpreis 2020. Sehr geehrte Frau Dr. Schreiner, ich bitte Sie nun zu mir auf die Bühne. Bei Regensburg Liest arbeiten so viele spannende, kreative, engagierte Leute zusammen, um nicht nur das Lesen an sich zu fördern, sondern auch die Vernetzung innerhalb der Stadtgesellschaft. Wenn eine ganze Stadt gemeinsam ein Buch liest, dann geschieht etwas Magisches. Es war einfach klasse, mal mit solchen Texten konfrontiert zu werden, die ich zumindest so nicht gelesen hatte. Es geht um Lesen, es geht um Literatur, es geht um Stadtgespräch. Regensburg liest ein Buch, hat den Kulturförderpreis verdient, weil es Lesen in jeder Art fördert, die Freude am Lesen fördert. Regensburg liest ein Buch, hat ihn absolut verdient, ist eines meiner Lieblingsprojekte. Also Regensburg liest hat den Preis wirklich für ein großes Engagement verdient. Die sind total engagiert und ich finde auch die Idee super. Also ich habe Regensburg liest vorgeschlagen, weil ich mir gedacht habe, da sind so viele Leute aktiv zu diesem Thema Literatur und Themen in die Stadt reinbringen, dass es sich lohnt, diese Arbeit auszuzeichnen und der Arbeit auch ja, eine gewisse Kontinuität zu geben und eine Sicherheit und eine Wertschätzung durch die Stadt. Regensburg liest ein Buch war eine der tollsten Veranstaltungen, die ich je erleben durfte als Autor. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ob es jetzt die Begeisterung ist, die man sofort gespürt hat, oder diese vielen großartigen Ideen, die sie hatten, wie man da Veranstaltungen und Events zum Buch machen kann. Und natürlich die Lesung im Stadttheater, die für mich eine der vielleicht schönsten und auch berührendsten war, die ich je haben durfte. Das ist unvergesslich. Und genauso wie auch mit Corona umgegangen wurde und wie dann im Herbst weitere Termine folgten. Und jedes Mal, wenn ich nach Regensburg kam, habe ich so eine Leidenschaft gespürt bei allen Beteiligten. Und das hat mich natürlich auch beflügelt. Und ich kann nur sagen, ich freue mich wahnsinnig, dass jetzt diese Reihe den Preis bekommen hat, weil das ist wirklich mehr als verdient. Ich kann mich nur bedanken als Autor. Liebe Gäste, Sie merken es, jetzt geht es an die Verleihung der Kulturförderpreise. Im Bereich der Literatur- und Leseförderung wird der Verein Regensburg Liest e.V. für seine außergewöhnlichen Leistungen mit dem Kulturförderpreis 2020 ausgezeichnet. Der Verein wurde 2016 von einem engagierten Kreis gegründet, der Leselust verfallen ist. Der Schriftstellerin Carola Kupfer, dem Buchhändler Ulrich Dombrowski,
der ehemaligen Leiterin der Regensburger Stadtbücherei Elisabeth Meyer-Gummermann sowie Christine Lehner und Susanne Borst von Bücher Pustet, Johanna Röhrl von der Buchhandlung Bücherwurm und Karin Martin von der Stadtbücherei. Die Mitglieder widmen sich mit bemerkenswerter Motivation der Leseförderung und organisieren mit bibliophiler Begeisterung Veranstaltungen rund um das Thema Buch. Im Sommer verwandelt der Verein bei der Aktion Auf die Plätze Bücher her, 1000 Bücher offen für jeden, den Haidplatz für einige Tage zum größten Lesezimmer unserer Stadt. Dieses lädt dazu ein, ganz nach Goethes Vorbild, verweile doch, du bist so schön, zum Leseaugenblick zu sagen. Große Aufmerksamkeit und Anerkennung genießt der Verein aber mit der alle 2 Jahre stattfindenden, groß angelegten Aktion Regensburg liest ein Buch. Seit nunmehr 5 Jahren bereichert dieses aus den USA stammende Konzept das Kulturleben unserer Stadt. Was für eine Vorstellung, dass in den Wohnzimmern und Sesseln, auf den Parkbänken und Bussitzen alle gemeinsam ein und dasselbe Buch lesen. Nomen est omen, Regensburg liest ein Buch. So wird die zunächst zwischen 2 Buchdeckeln eingesperrte Buchstabenwelt im Dialog zwischen Publikum und Autor, aber auch unter Leserinnen und Lesern zum Stadtgespräch. Von Lesungen über Interviews bis hin zu Schulprojekten regen die vielfältigen Veranstaltungen die ganze Gesellschaft generationsübergreifend zum Nachdenken und zum Austausch über Literatur an. Dabei etabliert sich der Verein Regensburg Liest e.V. als Bündnis für Literatur und führt Menschen aus Bibliothek und Theater, Buchhandlung und Zeitungsredaktion, Klassenzimmer und Elternhaus und Menschen wie du und ich zueinander. Ein öffentlicher Lesezirkel, der eben nicht nur Eingeweihten zugänglich ist, sondern möglichst große Breitenwirkung entfalten soll. So wird das gemeinsam gelesene Buch zum Ereignis und fördert bedrohte Tugenden der Konzentration und Kontemplation, die in einer Welt von 1000 Ablenkungen aufs Wesentliche verweisen. Unterstützer und Förderer auf diesem Weg sind namhafte regionale Firmen, zahlreiche kulturelle Initiativen und Institutionen der Stadt. Cornelia Wabra, die ehemalige Leiterin des Amts für Weiterbildung, hält dabei treffend fest: Die kulturelle Leistung von Regensburg liest ein Buch ist einmalig und herausragend in der Kulturlandschaft Regensburgs. Die Aktion spricht alle Altersgruppen an, stellt zentrale menschliche und gesellschaftliche Themen in den Mittelpunkt, schafft damit ein in Regensburg einmaliges, breites Netzwerk vieler Menschen und Institutionen, die sich mit dem Thema des Buchs befassen. Soweit Cornelia Wabra. Somit stärkt der Verein mit seinen Projekten das Zusammengehörigkeitsgefühl unserer Stadtgesellschaft. Die Initiative Regensburg liest ein Buch aktiviert Menschen als Zuhörer, als Veranstalter, als Vorleser, als Filmemacher, als Diskutanten, als Maler und Zeichner, als Fotografen, als Medienpartner, als Autoren und vieles mehr. Dabei stehen die zwischenmenschlichen Begegnungen und der anregende Austausch in unterschiedlichsten Medien und Formaten stets im Zentrum. Für dieses besondere Engagement im Bereich der Literatur und der Leseförderung wird der Verein Regensburg Liest e.V. mit dem Kulturförderpreis 2020 geehrt. Ich darf nun Carola Kupfer als Vertreterin des Vereins zur Verleihung des Preises und der Urkunde auf die Bühne bitten. Sehr geehrte Oberbürgermeisterin, Frau Malz-Schwarzfischer, sehr geehrter Kulturreferent, Herr Dersch, sehr geehrte Kulturamtsleitung, Frau Lang, liebe Preisträger, guten Abend nach Regensburg. Wenn ich richtig informiert bin, sitzen Sie jetzt gerade in kleiner Runde im Marina-Forum. Es ist wirklich sehr schade, dass der so beliebte Künstlerempfang mit Verleihung der Kulturpreise in diesem Jahr nicht wie gewohnt mit viel Publikum stattfinden kann. Aber immerhin freut es mich umso mehr, dass die Stadt Regensburg trotz Corona an der Prämierung der Kulturpreise festhält und nicht wie andere Städte oder Landkreise diese wichtige Ehrung wegen der Pandemie streicht. Dies ist ein wichtiges Statement der Kulturpolitik,
dass sie ihre Künstler vor Ort nicht nur wertschätzt, sondern sie auch fördert in diesen schwierigen Zeiten. Denn gerade bei den Förderpreisen ist die damit verbundene finanzielle Zuwendung ein wichtiger Beitrag bzw. Motivationsschub für die ausgezeichneten Künstler. Und dieses Jahr freue ich mich sehr, dass mit Barbara Sophie Höcherl eine Künstlerin aus meinem Arbeitsumfeld, dem Künstlerhaus Andreas Stadl, ein Kulturförderpreis verliehen wird. Seit 2018 hat die Künstlerin dort ein Förderatelier der Oswald Zitzelsberger Kunst- und Kulturstiftung und ich konnte in mehreren Ausstellungsformaten mit ihr zusammenarbeiten. Ich kenne sie persönlich und ihre Kunst schon seit längerem und freue mich daher sehr, dass ihr diese Wertschätzung zukommt und natürlich auch, dass meine Empfehlung erfolgreich war. Wir haben hier eine Künstlerin, die sich im ersten Blick etwas schwer verorten lässt. Bildende Kunst, ja ganz klar, aber dann wird das Arbeitsgebiet ganz ausgedehnt und man findet sowohl die Malerei, die Bildhauerei, alles oft vereint in raumgreifenden Installationen. Es sind keine kleinen, schönen Domansichten, die man sich als Besucher ihrer Ausstellungen als Aquarell gerahmt mit nach Hause nimmt. Bei ihr sind es Gedanken, die man mit nach Hause nimmt. Gedanken zur Natur, zu Naturmaterialien, zu künstlichen Werkstoffen, oftmals eigentlich banaler Zivilisationsmüll. Aber bei ihr wird die Skulptur erforscht. Wir werden gezwungen, Altbekanntes neu zu betrachten. Was kann, wann und unter welchen Umständen und mit welcher Bewegung in Zeit und Raum als eigenständige Skulptur Bestand haben? Sie zeigt uns, dass es nicht mehr die massive, opulente Bronze sein muss. Sie ist zeitgemäß und daher eine würdige Preisträgerin eines Kulturförderpreises der Stadt Regensburg. Herzlichen Glückwunsch, Barbara. Und natürlich auch herzlichen Glückwunsch an die anderen Preisträger des heutigen Abends. Einen schönen Abend noch. Ja, das war eigentlich schon eine sehr schöne Laudatio. Jetzt kommt die noch von meiner Seite. Für die Künstlerin Barbara Sophie Höcherl. In Anerkennung der besonderen Leistung im Bereich der bildenden Kunst wird ihr 2020 der Kulturförderpreis der Stadt Regensburg verliehen. Barbara Sophie Höcherl wurde 1983 in Wörth an der Donau geboren und hat an der Ladislav-Suttner-Fakultät der Westböhmischen Universität in Pilsen Illustration und Grafik studiert. Seit 2012 arbeitet sie hauptberuflich als freischaffende Künstlerin und hat sich seitdem nicht nur als feste Größe etabliert, sondern auch die Herzen des Regensburger Kunstpublikums erobert. Barbara Sophie Höcherls künstlerische Arbeiten leben von der Kraft der Widersprüche und bestechen durch Originalität, Feingefühl und intensive Auseinandersetzung mit den Themen Mensch und Natur, Schönheit und Vergänglichkeit. Danke. In ihrer künstlerischen Arbeit verwendet sie Naturmaterialien ebenso wie triviale Alltagsgegenstände und untersucht diese im Hinblick auf ihre Beschaffenheit, Struktur und Konsistenz. Oft handelt es sich um Totes oder auf den ersten Blick Unbrauchbares. Das können verwelkte Blätter sein oder anderes aus der Natur Gesammeltes. Das Interesse daran entstand ganz bestimmt in jener Phase, als sie im Hesperidengarten in Wenzenbach eine Ausbildung zur Staudengärtnerin absolvierte. Spätestens seit ihrem Vorstudienjahr an der privaten Akademie für Gestaltung im Andreasstadl und im anschließenden Studium in Pilsen bedient sie sich auch menschengemachter Materialien wie Schaumstoff, den sie zu einem Prozess des Upcyclings zur Doppelhelix verknüpft und so zum Botschaftsträger ihrer aus luftiger Leichtigkeit bestehenden Kunst kodiert. 2018 kehrte sie zurück ins Künstlerhaus Andreas Stadl. Seitdem arbeitet sie dort unermüdlich an ihren Installationen, Plastiken, Taxidermien und Grafiken. Es ist die gekonnte Paarung von scheinbar Gegensätzlichen, was der Kunst der Barbara Sophie Höcherl so viel Kraft verleiht und sie so eigenständig und charakteristisch macht. So ist es ein wahrer Augenschmaus, wenn, wie zuletzt im Oktober in der kleinsten Galerie, Höcherl die einmalige Farbigkeit getrockneter Funkienblätter auf die Rohheit von kobaltblauen Kabelbindern treffen lässt. Grenzenlos ist nicht nur die Materialfülle, die Barbara Sophie Höcherl in hohe Kunst verwandelt,
sondern auch ihr Wirkungskreis. Im Süden der Toskana, genauer in Seggiano, erhielt die Künstlerin 2018 die Chance, ihre Arbeiten auch auf internationaler Bühne zu zeigen. Sie konzipierte eine Einzelausstellung in der Villa Il Giardino von Daniel Spöri, dem Begründer der Eat Art. Und erst vor wenigen Monaten, im August 2020, wurde sie vom Regensburger Donumenta e.V. als Artist in Residence nach Budapest entsandt, um ihre Kreativität auch donauabwärts weiterzuentwickeln. Aber auch hier bei uns in der Region entwickelt sich Strahlkraft. Die Sonderausstellung Aves, die zu Jahresbeginn im Luftmuseum Amberg oben im ersten Stock in der kurfürstlichen Kapelle zu sehen war, brachte der jungen Künstlerin nicht nur viel Aufmerksamkeit ein, sondern auch euphorische Kritiken. So betonte die Mittelbayerische Zeitung das Schöpferische dieser artifiziellen Vögel. Aus der MZ zitiert: Die Naturliebhaberin vernäht das, was man den Balg von Vögeln nennt, Haut und Federn also, so geschickt miteinander, dass unter ihren flinken Händen neue, nie zuvor gesehene und gänzlich faszinierende Mischwesen entstehen. Das können beispielsweise Reste eines Helmperlenhuhns sein, die mit einem Fasanen und einer Schopfwachtel gepaart zur Skulptur erwachsen, die die Schönheit der verschiedenen Federkleider feiert. Soweit die Mittelbayerische. Und so versteht es die Künstlerin auch, auf höchst sensible und behutsame Art und Weise mit den gefundenen toten Materialien umzugehen. Schließlich entsteht aus dieser von ihr initiierten Transformation ein neuer Typus von Schönheit, eine Ästhetik, die die unverkennbare Handschrift der Barbara Sophie Höcherl trägt. Für ihr umfassendes und bedeutendes künstlerisches Wirken wird Barbara Sophie Höcherl mit dem Kulturförderpreis 2020 gewürdigt. Ich darf Sie nun auf die Bühne bitten zur Verleihung des Preises. Liebe Eva, ich darf kurze einführende Worte über dich jetzt sprechen. Ich gratuliere dir allerherzlichst zum Kulturförderpreis des Jahres 2020. Wir sind ja momentan nicht so in dem Modus, wie wir in den letzten Jahren waren. Das heißt, wir sehen uns nicht direkt. Obwohl wir uns momentan relativ nah sind. Wir können mal kurz einen Schwenk machen. Du bist nämlich gleich da hinten. Obwohl du nicht weißt, dass wir dich jetzt gleich sehen werden, aber da stehst du und arbeitest du. Du bist nämlich gerade hier zusammen mit mir und mit Flo Hammerich hier bei dem Projekt Kulturinventur. Das hast du ja so schön ins Leben gerufen. Flo Hammerich fotografiert es und du hast im Grunde die ganzen Leute hier zusammengetrommelt und du hast dafür gesorgt, dass die alle hier kommen. Also 150 Leute bisher angemeldet. Aber wir sind ja positiv, dass wir noch die 300er-Marke locker knacken werden. Also, das ist auf jeden Fall schon mal was dich auszeichnet, Eva. Du bist einfach jemand, der unglaublich gut ist mit Menschen. Also die Leute zu vernetzen, zu vermitteln. Du kennst Gott und die Welt. Und wenn du sagst, geh, mach mit, dann machen alle mit. Und das ist echt etwas, eine ganz große Stärke von dir, finde ich, dass du einfach die Leute zusammenbringst. Und deswegen, finde ich, hast du diesen Kulturförderpreis dieses Jahr auch voll und ganz verdient. Das wussten wir ja beide schon, kann man einfach so sagen. Und ich habe dir auch gern diese Widmung geschrieben. Und ich war selber eher überrascht, dass ich anscheinend mit der Einzige war, die eine Widmung geschrieben hat. Ich dachte, wenn Eva Kahl sich für den Kulturförderpreis bewirbt, dann liegen da mindestens 20, 30 Bewerbungen auf dem Tisch. Aber aus irgendeinem Grund, und ich fühle mich geehrt, dass es so war, habe ich die wichtigste oder die Hauptbewerbung geschrieben. Ich weiß nicht, ob da noch mehr da waren. Auf jeden Fall genieße den Abend, auch wenn du
heute den ganzen Tag in der Kälte standest und Leute porträtiert hast und Leute interviewt hast und jetzt vollkommen verfroren hier auf der Bühne stehst und eine große Würdigung hast. Genieß den Abend und hab einen schönen Tag. Ich freue mich, dass ich dich in dem illustren Kreis der Kulturförderpreisträger begrüßen darf. Und ich habe es ja damals schon gesagt zu meiner, meiner Rede, irgendwann erwischt es jeden. Danke. So, na ganz so ist es ja nicht. Irgendwann erwischt es jeden, stimmt definitiv nicht. Aber jedes Jahr erwischt es drei, wenn wir erfolgreich sind. Und jetzt kommen wir zur Verleihung des Kulturförderpreises an Eva Kalf-Waltermeier. Für ihre Leistungen und ihr Schaffen in den Bereichen Kabarett und Poetry Slam wollen wir nun Eva Kalf-Waltermeier den Kulturförderpreis der Stadt Regensburg 2020 verleihen. Eva Kalf-Waltermeier wurde 1983 in Regensburg geboren und studierte an der Universität Regensburg und deren Partnerhochschule Guanajuato im Zentrum Mexikos Germanistik, Politikwissenschaften und spanische Philologie. Im Hauptstudium spezialisierte sie sich auf bayerische Dialektforschung und diese Liebe zur Mundart, sie schlägt sich heute noch im künstlerischen Schaffen von Eva Kalf-Waltermeier nieder. Sie ist prägend für ihre Wunder und Kunstwerke aus Sprache. Schon als Kind war sie, wie sie auf ihrer Homepage in einer ziemlich brillanten autobiografischen Erkundung bekennt, hyperaktiv und deshalb in der Lage, Sprachlawinen loszuschicken. Im zarten Alter von 8 Jahren trug sie für den Seniorennachmittag in Tumhausen ein selbstgeschriebenes Theaterstück bei, um kurze Zeit später verantwortlich zu zeichnen für die Choreografie des Criminal Tango an der Grundschule in Nittendorf. So verwundert es also nicht, dass Eva Kalf-Waltermeier nach dem Studium der schreibenden Zunft treu blieb und ein Volontariat in der Regensburger Lokalredaktion des Straubinger Tagblatts und der Donaupost antrat. In den daran anschließenden Wanderjahren gastierte sie in verschiedenen Redaktionen und machte sich schnell einen Namen als Expertin für Social Media. Zuletzt war sie auch in der Pressestelle der Stadt Regensburg tätig, bevor sie sich zur künstlerischen Selbstständigkeit entschloss und sich ausschließlich dem Kabarett widmete. Blickt man auf das vielfältige kulturelle Schaffen der Eva Kalf-Waltermeier zurück, ist diese Konzentration aufs ihr so Wesentliche auch gar nicht verwunderlich. Schon von 2007 bis 2009 kuratierte sie als zweite Vorsitzende des Kunstvereins Graz, damals noch draußen in der Ladehofstraße am Güterbahnhof, Lesungen und Ausstellungen. Begann ihre Kurzgeschichten zu präsentieren, trat unter anderem bei den Schwabinger Schaumschlägern im Vereinsheim auf oder las zusammen mit dem Drehbuchautor und Grimme-Preisträger Christian Lex. Seit dem ersten Pechakcha im Kunstverein Graz war Eva Kalf-Waltermeier Vortragende in diesem außergewöhnlichen Format und etablierte dieses als feste Größe in Regensburg. Und sie lässt es sich nicht nehmen, auch heute noch, soweit dies möglich ist, solche Abende als Moderatorin oder Auftretende mitzugestalten. Seit 2018 trat sie in verschiedenen Shows mit Wettbewerbscharakter und Poetry Slams auf, die sie auch reihenweise gewann. Ende letzten Jahres, kurz vor Weihnachten, feierte sie die Premiere ihres ersten Soloprogramms »Es geht dahin«. Dazu holte sie sich eine ebenfalls in Regensburg Sozialisierte ins Boot, nämlich die sehr renommierte Kabarettistin Franziska Wanninger. Die übernahm die Regie der schließlich mit stehenden Ovationen belohnten Erstaufführung in der Walbar draußen vor den Toren der Stadt. Seitdem führt sie, soweit die Pandemie es zulässt, das umjubelte Stück auf die Bühnen auf den Bühnen Deutschlands auf. Mit selbstgeschriebenen Liedern auf der verstärkten Autoharp, einer, wie sie selbst sagt, Zither für ganz Dumme. So versetzt sie dem Publikum zusätzliche komische Impulse und massiert die Zuschauer Zwerchfelle im Takt der Musik. Im Jahr 2020
war sie neben Soloauftritten in verschiedenen Vorprogrammen, wie beispielsweise bei Hannes Ringelstetter, Charlotte Roche und Lena Kupke zu sehen und wirkte in diversen Dokumentationen und Kabarettformaten des Bayerischen Rundfunks mit. Auf ihrem Instagram-Account löst Eva Karl Faltermeier die traditionellen Grenzen auf, die zwischen Realität, Kabarett und fiktiver Selbstinszenierung bestehen. Und indem sie Halbwahres und Halbgares erzählt, hebt sie dabei Kabarettpersönlichkeiten wie den Corona-Kritiker Lucky aus der Taufe. Eva Karl Faltermeiers künstlerisches Wirken zeichnet sich durch eine unverkennbare Mischung von Offenheit, Ehrlichkeit und Kompromisslosigkeit aus. So schreibt Florian Toppanpong, Grafiker, Künstler und Kulturförderpreisträger 2018 über sie: Es gibt keine wirkliche Trennung zwischen den feingeschliffenen Monologen in ihrem Bühnenprogramm als Solokabarettistin und ihren Instagram-Stories. Das alles in ihrer unverwechselbaren Sprache aus Wut, Verletzlichkeit und Selbstironie. Eva Karl Faltermeier ist ein Solitär. Seit vielen Jahren gestaltet sie das Regensburger Kulturleben aktiv mit, weshalb sie auch aus dessen Szene nicht mehr wegzudenken ist. Man darf sogar konstatieren, Eva Karl Faltermeier ist in ihrem mannigfaltigen Wirken mit ihrem Gespinst aus Texten, Shows, Poetry Slams oder Podcasts selbst zu einem popkulturellen Phänomen geworden. In Regensburg, aber auch weit darüber hinaus. Sie ist das, was man ein Aushängeschild unserer Stadt nennt. So erfährt ihre aktuelle Idee in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt die Kulturinventur einen unglaublichen Zuspruch, der alle Kulturschaffenden inspiriert, motiviert und einen Hoffnungsschimmer in diesen unsicheren und dunklen Tagen gibt. Für ihre besonderen Leistungen und ihre Verdienste um das Kulturleben in Regensburg wird Eva Karl Faltermeier mit dem Kulturförderpreis 2020 ausgezeichnet und ich darf Sie jetzt auf die Bühne bitten. Watching the sunset, but let me tell you, it is.
But every day it is as high as you can. It is a gift what you get when watching the sunset. But every day it is as high as you can get. Der Tusch für deine Preisverleihung quasi, die wir da gesungen haben. Herzlichen Glückwunsch zum Kulturförderpreis von den Spießer. Und eigentlich wollten wir da nicht kapitulieren singen, aber das hast du wahrscheinlich auch schon so oft gehört, dass du nicht kapitulieren sollst. Aber andererseits denke ich mir, es war ja für irgendwas Gutes Corona, wir haben uns kennengelernt und wir haben so viele lustige Abende trotzdem verbracht. Wir haben so ein schönes Festival aufgezogen und wir haben einen Tag zusammengefahren. Das ist, glaube ich, schon, wir haben schon was miteinander erlebt. Und die Party, die holen wir einfach nach und jetzt feiert sie und alles Gute für dich. Peter Dorn gehört mit seinen 82 Jahren nicht zu den jungen wilden Künstlern, sondern zu den alten Wilden. Auf jeden Fall zu den Unangepassten, zu dem Kantigen, der auf Konventionen pfeift. Würdest du mir da beipflichten? Zum Teil kann er beipflichten, aber es ist nicht, dass er auf Konventionen pfeift. Er kümmert sich nicht darum, weil er seinen eigenen Weg geht. Und nimmt an der kunstwissenschaftlichen Diskussion rege teil, er beobachtet alles. Aber Zeitstil ist vollkommen fern davon. Es ist vollkommen fern von dem, was gerade angesagt ist. Es ist sein ganz eigener Weg. Richtig, er hat seine eigene Handschriften. Aber sein Herkommen aus der Grafik ist dennoch fast in allen seinen Arbeiten deutlich ablesbar. Das streng Grafische, sogar das Geometrische vom Aufbau her. Nicht immer, aber doch in fast allen seinen Arbeiten, in allen seinen Schaffungsphasen. Und dabei fasziniert es mich, wie er das grafische Element erweitert. Bei seiner Installation Faust Digital wird der Faust auf dem Computer von 290 winzig kleinen Lautsprechern gesprochen. Gleichzeitig natürlich. Und das ist eine Grafik eigentlich, das ist ein Foto dieser Installation, aber mit diesen schwarzen Punkten, 290 in der Galerie, in der kleinen Galerie damals in der Gesamtstraße, ist es in Wirklichkeit doch eine Grafik. Ja. Seine künstlerische Handschrift ist die, dass er keine typische künstlerische Handschrift hat. Er erfindet sich immer wieder neu. Also er kultiviert nie einmal bewährte Konzepte, er repetiert sich nie. Er wiederholt sich einfach nie. Also gemacht, getan, auf zum Nächsten. Die Handschrift ist natürlich erkennbar an der Präzision mit der Arbeit. Eleganz und Präzision, das sind immer Merkmale seiner Arbeiten. Und dann eben die Vielschichtigkeit. Es gibt hinter jeder Arbeit irgendetwas zu entdecken, was am ersten Blick überhaupt nicht zu sehen ist und dann plötzlich da ist. Wir sehen jetzt hier die Marilyn, eine Assemblage aus Einkaufstüten eines bekannten Lebensmitteldiscounters, die er zu einem Gesamtwerk für ihn typischen quadratischen Format gebracht hat. Aber hinter dieser Marilyn, dieser etwas verzerrten Gestalt, die als Pop-Ikone natürlich verblendet ist, steckt eine andere, ganz klare Marilyn, die zweite Ebene. Wir schauen uns das mal an, indem wir das Licht einfach wegnehmen. So, jetzt ist diese Marilyn plötzlich nicht mehr verfremdet. Das sind nicht die beiden Gesichter, die ein Star und eine natürliche Person hat. Jetzt ist es also ein ganz einfaches Porträt in Serie. Zwei Sachen, Eleganz, Präzision, Serie.
Das sind sicher Dinge, die ihn prägen. Aber dennoch lässt er auch dem Zufall seine Chance. Zum Beispiel, ich erinnere mich an diese Arbeit hier. Er hatte eine Platte bestellt für eine Ätzradierung und die kam völlig zerkratzt und mit Krälern an und jeder normale Künstler hätte die Platte zurückgehen lassen. Nicht so Peter Dorn. Er sagt, okay, die Zeit, die Umstände haben für mich gearbeitet. Ich nehme die Platte und ihre Geschichte, so wie sie sind, und drucke diese zufälligen Kratzer und Krähler ab. Also er lässt auch dem Zufall seine Chance in seinen Arbeiten. So ließ er ja auch schon mal seine Kinder Bilder vorzeichnen. Er hat aus Dachlatten Triumphbögen geformt, riesige Installation. Auch die Installation, die Vermessung einer Galerie, ist natürlich auch eine, wenn man so will, eine streng grafische Arbeit. Es ist ein Zahlenwerk, sodass man diese Galerie 1:1 nachbauen könnte, wenn man wollte. Und was ich faszinierend finde bei Peter Dorn, ist, wie er eine Idee bildlich und sinnlich greifbar macht. Das kann die Vermessung der kleinen Galerie, als die aufgehört haben, in der Gesamtstraße sein. Die wurde verbindungsgerecht, mit einem verbindungsgerechten Aufmaß erfasst. Das könnte man gut machen, indem man ein Stativ aufstellt und einen Laser reinsteckt, dann hat man in 3 Sekunden den gesamten Raum. Was er gemacht hat, er hat das greifbar gemacht, indem er mit Schnüren, mit Messpunkten diesen Raum erfasst hat, ein Video dazu anfertigen ließ und damit fassbar, also tatsächlich physisch fassbar diesen Raum repräsentiert hat. Und ähnlich diese Fassbarkeit ist in einer Abbildung der Kunstgeschichte der Region über 30 Jahre, indem man einfach die Einladungskarten aus dieser Zeit sammelt und zu einem Gesamtkunstwerk vereint. Also so wie er in der Galerie den Raum fassbar macht, so macht er mit den Einladungskarten, mit der Installation die Zeit fassbar. Das ist schön, das gibt es auch. Zeitraum. Also sehr sinnfällig fand ich auch seine Arbeit, an der er mitgewirkt hat. Die eine Regensburger Litfaßsäule war mit Spiegeln verkleidet, oben waren Webcams angebracht und die Passanten, die Regensburger, die über den Kornmarkt liefen, die wurden live ins Plakatmuseum nach Essen übertragen. Das fand ich auch eine ganz, ganz tolle Arbeit. Bemerkenswert finde ich auch in ihrer Simplexität einfach verblüffend, dieses Serial mit den Farbtabletten aus Wasserfarbkästen aus dem 1-Euro-Shop. Hinter mir sind 10 Unikate einer Serie, die ihr benannt hat, ihr könnt malen, was ihr wollt. Das Besondere daran, jedes dieser Stücke ist einzig durch die Anordnung der Farben. Wir haben das ausgerechnet, wir könnten mit dieser Anordnung könnten wir 2400 Milliarden vollkommen einzigartige Stücke machen. Er nennt das Objektkisten. Das heißt, wir könnten jedem Menschen auf der Welt ein einzigartiges Teil schenken. Wir haben nur 7,5 Milliarden ungefähr. Und das können wir die nächsten paar tausend Jahre fortführen. Eine wunderbare Idee. Er erklärt damit quasi die Farbe per se zur Kunst. Also er arbeitet ja immer strukturiert, er zieht nie schematisch ab. Und bei ihm, das macht seinen Stand und auch seinen Rang, nicht nur im lokalen Kunstgeschehen aus, ist, dass er sich immer wieder neu erfindet. Bei ihm kommt Kunst nicht vom Können, schon gar nicht von Wollen oder von Wünschen. Kunst bei Peter Dorn kommt vom Sehen, vom Finden, vom Erfinden, vielleicht auch vom Konflikt. Kommt bei Peter Dorn Kunst von Konflikt? Von Konflikt, ja, vielleicht. Vor allem aber aus dem Wettbewerb. Peter Dorn, der in einem ganz eigenen Stil arbeitet, sieht sich sehr stark im Wettbewerb mit allen anderen Kollegen. Beobachtet sie sehr stark und möchte kämpft um eine Rolle, in der er diesen Wettbewerb gewinnt. Das ist auch etwas, was ihm die Spannkraft gibt. Er ist ja nicht mehr ganz jung, aber in seinem Alter hat er eine unglaubliche Energie und Spannkraft
Und das kommt aus diesem Wettbewerbsgedanken. Ich glaube, der hat ihn oft getragen. Ja, wenn ich es recht bedenke, bei Peter Dorn kommt Kunst von Denken. Ja, bei Peter Dorn kommt Kunst vom Denken. Der Kulturpreis der Stadt Regensburg geht im Jahr 2020 an den bildenden Künstler, Grafiker und Gestalter Peter Dorn. Er hat ein herausragendes Lebenswerk geschaffen. Sein künstlerisches Wirken hat das kulturelle Leben der Stadt Regensburg über Jahrzehnte hinweg maßgeblich bereichert. Dies wollen wir heute würdigen. Der 1938 im nordböhmischen Aussig geborene und seit 1949 in Regensburg lebende Peter Dorn machte zunächst eine Ausbildung als Grafiker in einem Regensburger Werbeatelier, bevor er an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg studierte. Seit 1964 arbeitet er freischaffend in Regensburg. Peter Dorn zählt zu den wichtigsten Protagonisten der Kunst- und Kulturszene unserer Stadt. Von Anfang an verschrieb er sich der Innovation, war deshalb auch immer Vorbild und Inspiration für jüngere Kulturschaffende und suchte nach neuen Wegen des Ausdrucks. So strahlt er mit seinem Gesamtwerk weit über die Grenzen der Oberpfalz hinaus. Residenzprogramme und Ausstellungen führten ihn vom mecklenburgischen Künstlerhaus Schloss Plüschow über Köln, Essen und München bis nach Virginia in die USA, um nur einige wenige Stationen aufzuzählen. Die Liste, glauben Sie mir, die ist so beeindruckend und lang, sie allein wäre abendfüllend. Seine Werke finden sich allen voran in den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen in München sowie in weiteren Sammlungen wie denen der Universitäten Regensburg und Passau, der des Bezirks Oberpfalz in Schwandorf sowie in unserer eigenen städtischen Kunstsammlung. In seiner Kunst versteht sich Peter Dorn auf jene Mischung, auf das rechte Maß aus dem Verhältnis von Zurückhaltung und Präsenz, die ihm bald zahlreiche Preise eintrug. 1979 den Kulturförderpreis der Stadt Regensburg, 1993 den Kulturpreis Ostbayern sowie 2010 den Gerfried Schellberger Kunstpreis. Peter Dorns Arbeiten blickt man zurück in die 1960er und 1970er Jahre, fallen nicht durch gravitätische Gesten auf, auch nicht durch Farbe oder Größe, nein, sie wirken erst durch die Reduktion auf die Essenz und die wundersamen, in sich geschlossenen Welten, die er in ihnen zu erschaffen vermag. Während seiner Paris-Besuche Anfang der 1960er Jahre entdeckte er den Nouveau Realisme um Yves Klein und Daniel Spoerry. Der Name fiel an diesem Abend bereits. Gerade hier nahm seine künstlerische Arbeitsweise ihren Ausgang. Die Verwendung von alltäglichen Fundstücken, die den jungen Peter Dorn prägen sollte. Grundlage seiner Arbeit sind Objets trouvés, also gefundene Objekte, Nebensächlichkeiten, Zufälliges und anderes, was leicht übersehen wird. Durch Umdeutung und Neuinterpretation, durch das Herauslösen aus ihrem ursprünglichen Kontext, wird Alltägliches nicht nur zur Metapher, sondern schließlich zum zentralen Charakteristikum in seinem Gesamtwerk. Wie ein Kriminalist, ein scharfer Beobachter der Szenerie, sichert er Spuren, lässt sie aber nicht in der Asservatenkammer verschwinden, sondern arbeitet auf dieser Basis produktiv weiter und präsentiert sie in neuen Zusammenhängen. Einfühlsam spürt er der Vorgeschichte dieser Gegenstände nach, vermittelt deren Innerstes in ihrer Konzentration aufs Wesentliche, lädt sie so mit neuer Bedeutung auf und prägt in einem Akt der Verdichtung das bislang anonyme Material mit seinem höchstpersönlichen Signet. Dieses künstlerische Vorgehen bestimmt seine Arbeiten bis heute. Von aufgefundenen Aluminiumplatten über abgerissene Zettel von Spiralblöcken und Kalendern bis hin zu Zeitungen, Malkastenfarben und bedruckten Plastiktüten haben wir ja eben gerade gesehen und diskutiert bekommen. Oder aktuell
in der Galerie Artspace Erdl am Fischmarkt seine Installation Non Finito, die Einladungskarten zu Ausstellungseröffnungen in eigenwilliger serieller Anordnung präsentiert. All das steht stellvertretend als Pass pro Toto für den ursprünglichen Herkunftskontext und eröffnet dem Betrachter einen freien Assoziationsraum im komplexen Zusammenhang von Wissen und Erfahrung, Erinnerung und Empfindung. Denkt man beispielsweise an die seit den 1980er Jahren vorhandene Strategie seiner Papiermontagen und Papiercollagen aus abgerissenen Jahresplanern und Notizblöcken, so wird seine Arbeitsweise evident. Die Kunst des Peter Dorn ist es, neben der ideellen Dimension Werke zu schaffen, die erst auf den zweiten Blick ihren Ursprung, ihr darin gründendes Geheimnis und ihre fixierte Zeitlichkeit preisgeben. Im Moment des Erkennens werden so beim Betrachter Synapsen verknüpft und Assoziationen wie Verbindungen geschaffen. So schlägt Peter Dorn der Vergänglichkeit ein Schnippchen, indem er das alltäglich Flüchtige einfängt und in die Dimension ästhetischer Überzeitlichkeit transformiert. Der ehemalige Leiter der Städtischen Galerie im leeren Beutel, Dr. Herbert Schneidler, charakterisiert Peter Dorn und seine Kunst. Ich zitiere: Peter Dorn ist eine Künstlerpersönlichkeit der besonderen Art. Zurückhaltend, fast still, bereichern seit Jahren seine radikal angedachten, objekthaften, aber auch zeichnerisch angelegten Interventionen oder Installationen das Kunstleben der ostbayerischen Region. Keine seiner Arbeiten ist für die Ewigkeit konzipiert, vielmehr bewegt ihn die temporäre Stellungnahme von der Spurensuche bis zum eigentlichen Arbeitsprozess. Dieser wahrlich zeitgenössischen Haltung liegt das Prinzip der Offenheit zugrunde. Sie ist ein Charakteristikum seines bisherigen Oeuvres, wie auch seiner Persönlichkeit. Soweit Herbert Schneidler. Es ist mir eine besondere Ehre, Ihnen, lieber Herr Dorn, im Namen der Stadt Regensburg für Ihr Lebenswerk heute den Kulturpreis 2020 zu verleihen. Und ich darf Sie nun zu mir auf die Bühne bitten. Zunächst möchte ich mich bedanken für die Unterstützung bei Peter Lang, Kulturjournal Regensburg, dann bei dem Galeristenpaar Antonia Kienberger und Wolf Erdl, bei Herrn Dr. Schneidler, dem ehemaligen Leiter der Städtischen Galerie, und nicht zuletzt bei meiner Frau, der Künstlerkollegin Astrid Schröder. Sehr geehrte Frau Bürgermeister als Schwarzfischer, als ich nach dem Krieg vor über 70 Jahren mit meinen Eltern nach Regensburg gekommen bin, war es erforderlich, um hier wohnen zu dürfen, von der Stadtverwaltung eine Zuzugsgenehmigung zu bekommen. Wir haben damals diese Genehmigung bekommen. Aus der damaligen Genehmigung ist heute für mich eine Bestätigung geworden, und dafür möchte ich mich bei Ihnen und der Stadt Regensburg bedanken. Und ich gehe durch die Stadt, jemand singt mir ein Lied, ich höre nicht hin. Morgen ist ein neuer Tag, der ist mir so scheißegal. Wer kann mir sagen, wo ich bin? Rechts und links.
Jungs, die Schotter Gärten, aufgeheult und zugeknüpft, werf lieber Steine in die Spree. Mein Hund, der hat mich wohl verstanden, leg seinen Kopf auf meinen Schoß, was gäb ich nur, dass ich dich seh. Ich kauf mir einen Liter Glühwein und den trink ich ganz allein und besauf mich in meiner Einsamkeit und dann geh ich wieder heim. Diese Kneipe hat noch offen, jemand sitzt noch an der Bar. Also alle Getränke sind jetzt erlaubt. Wir stoßen an auf die Trägerin des Hochschulpreises Dr. Maja Schreiner, auf die Kulturförderpreisträger Regensburg liest ein Buch, Barbara Sophie Höcherl und Eva Karl Faltermeier und auf den Kulturpreisträger 2020 für sein Lebenswerk Peter Dorn. Ein Wohl auf Sie alle und denken Sie positiv. Und bleiben Sie kreativ. Auf die Kultur in Regensburg.